Oh, ihr seid ja schon da. Ich bin Niki. Willkommen in unserem Dorf Vinoria. Ich bin die Weiseste und Älteste im Dorf. Nun werde ich euch erst mein Labor zeigen und dann stelle ich euch die anderen Mitbewohner des Dorfes vor. Hier, das ist mein Labor. Hier brauche ich Tränke zur Heilung und zur Verteidigung. Und, ach Gott, das war der falsche Trank. Auf jeden Fall, hier habe ich auch meine ganzen Sachen drin zum Tränkebrauen. Und jetzt stelle ich euch unsere Kämpferin Liv vor. Ah, dort ist Liv ja schon. Könntest du uns eventuell mal das Innere der Burg zeigen? Na klar, kommt doch mal mit. Tschüss. Also, jetzt kommt mal mit, dann zeige ich dir mal den Parcours. Hier schieße ich jeden Morgen, weil das mein gutes Training verbessert. Guck mal, ich habe getroffen, dann geht da immer ein cooles Licht an. Und nochmal. Yes, ich habe getroffen. Und jetzt zeige ich euch meinen Lieblingsteil des Parcours, und zwar das Trampolin. Und diesen Teil mag ich auch sehr, und zwar die unterirdische Teil des Springens. Yay! Und, schaffe ich's? Yes! Ich glaube, das schaffe ich nicht. Recht gehabt. Okay, tschüss! Und jetzt fliegen wir mal zu unserer Detektivin des Dorfes. Sie hat ganz viele Katzen und ein Gürteltier. Und sie hat sehr viele unterirdische Stockwerke in ihrem Haus. Ah, da ist sie ja. Hi. Hi, ich bin Mila. Ich gehe jetzt mal in meine Leseecke. Ich knacke gerne Codes. Null, sieben, null, fünf, null, vier, drei. Ja, ich hab's. Das ist der Code. Auf zu Bauer Bernd. Er versorgt uns mit köstlichem Essen. Heute habe ich bestimmt viel Glück bei Angeln. Oh, das wird ein großer Fisch. Ich freue mich auf meinen Fisch. Es wird bestimmt lecker. Wie es schon lecker riecht. Ich schaue mir noch die Bilder an. Ich hole mir Weizen für mein Brot. Das wird noch ein leckeres Brot. Okay, nächster Halt beim reichen Schnösel. Da unten steht er auch schon. Könnt ihr ihn sehen? Hallöchen, reicher Theo. Und was machst du heute noch so? Hallo Niki, ich teste jetzt meine Alarmanlage. Okay, tschüss, schönen Tag noch. Hallo Bodyguards. Die Alarmanlage funktioniert schon mal. Wenn der reiche Schnösel heimkommt, muss er erstmal seine ganzen Diamantblöcke zählen. Jetzt müssen nur noch die Diamantblöcke platziert werden. Außerdem jetzt noch ein paar Diamanten verbrennen. Er verbrennt seine wertvollen Blöcke als Zeichen, dass er so reich ist. Eine Billiarde 780, eine Billiarde 781, 782. Auf geht's zu Bastler Lennox. Er tüftelt täglich an neuen Erfindungen. Hey Niki, wie geht's dir? Ja, eigentlich ganz gut. Ich teste jetzt die Achterbahn, ob sie funktioniert. Und los geht's! Woohoo! Woohoo, der erste Drop! Toll! Auf unter die Erde und eine Lightshow! Funktioniert einwandfrei. Alles Paletti und noch der letzte Anstieg. Juhu! Wie ihr seht, es könnte ein ganz normaler Tag in Vinoria sein. Wäre da nicht der Zauberer? Psst, da ist der Zauberer Thomas. Schnell vorbei, damit er uns nicht bemerkt. Er hat mich nicht gesehen, was ein Glück. Also das hier ist seine Waldvilla, wir gehen mal rein, da muss ich euch nämlich noch was zeigen. Wir gehen mal hier die Treppe runter. Das hier ist der Kerker, hier leben die Gefangenen des Zauberers. So, hallo, stell dich mal vor, wer bist du? Hallo, ich bin der Kerkermeister Lord Raschke. Ich brauche Eisen, ich will die Weltherrschaft an mich reißen. Da fehlen nur noch die zwei Villager für die Eisenfarm, dann ist sie fertig. Lord Raschke, komm zur Eisenfarm. Ja, Sir, ich komme.
was der jetzt wohl wieder zu sagen hat. Wahrscheinlich soll ich die Villager holen, die er noch für die Eisenfarm benötigt. Hallo, Lord Raschke. Hallo, Sir. Die Eisenfarm, ich benötige noch 2 Villager. Hier, der Brief. Versteck ihn im Brunnen in Venoria. Ja, Sir, das werde ich schaffen. Viel Erfolg. Tschüss. Ach, immer lässt der Meister mich seine Drecksarbeit verrichten. Oh, was ist denn das? Da glänzt ja was. Da ist ja eine Truhe. Vielleicht ist ja was da drinnen. Lass mal sehen. Juhu, ich habe einen Brief gefunden. An alle Dorfbewohner. Schnell, kommt her. Hier ist ein Brief für uns. Was steht denn da drinnen? Bin voll gespannt. Los, lies schon vor. Da steht, die wollen 2 Dorfbewohner von uns haben. Wir sollen sie bis Sonnenuntergang auf dem Berg bringen. Was? Wir sollen 2 Dorfbewohner opfern? Oh nein. Nein, auf gar keinen Fall. Das machen wir nicht. Nein, nicht mit uns. Das machen wir nicht. Was sollen wir denn jetzt machen? Jetzt müssen wir uns verteidigen. Ich brauche schnell ein paar Zaubertränke. Ich gehe in mein Haus. Ich hole schnell mein Gürteltier. Ich lade schnell meine TNT-Kanone. Und ich versuche, irgendetwas zu bauen, was hilfreich sein könnte. Ich gehe in die Achterbahn. Ich schärfe meine Pfeile. Bis heute Abend muss unsere Verteidigung auf jeden Fall stehen, sonst sind wir geliefert. Bereiten wir uns vor. Na dann los, alle schnell an die Arbeit. Angriff! Wir holen uns die Dorfbewohner! Hilfe in Angriff, jetzt schnell die TNT-Kanone zünden. Oh, nicht getroffen. Schnell weg. Erwischt, haha. Jetzt kannst du nicht entkommen. Führ ihn ab, Kerkermeister. Ja, Sir. Er wird leiden, wie er es noch nie getan hat. Jetzt hole ich mir noch Bauer Bernd. Ich glaube, der hat sich in der Achterbahn versteckt. Schnell die Schiene kaputt machen. Und dann kommt er angerollt. Gleich wird er sein blaues Wunder erleben. Jetzt habe ich dich, mitkommen. Oh nein, bitte, entführ mich nicht. Keine Widerrede. Komm mit. Jetzt habe ich die 2 Dorfbewohner. Morgen starten wir mit der Eisenproduktion. Muahahaha. Ab in den Kerker. Bitte lass mich frei, ich vermisse sehr meine Fische. Nein, wir lassen euch nicht frei. Ich habe meinen Zaubertrank dabei, den können wir bestimmt gut gebrauchen. Und ich habe meinen Bogen eingepackt, damit uns nichts passiert. Such, such, finde die Spur. Woher kommt der Brief? Ah, du hast was gefunden. Dann nimm die Spur auf. Hilfe, sie haben Bernd und Theo entführt in der Achterbahn. Ein Zauberer, er hat was von Waldmenschen gesagt. Oh, das ist weit. Mein Gürteltier weiß den Weg, aber das schaffen wir nie bis morgen. Lennox, hast du noch eine Idee? Kannst du was erfinden? Ich habe einen Teleporter gebaut. Mit dem können wir uns richtig leicht dorthin teleportieren. Einfach das Gürteltier festhalten und den Knopf drücken. Da sind sie. Ich werfe einen Trank. Gut gemacht, jetzt sind sie betäubt. Jetzt können wir die anderen schnell befreien. Ich schleiche mich ran. Puh, gut, dass ihr da seid. Kommt raus. Gerade noch rechtzeitig. Dankeschön. Los, schnell. Wir müssen weg, bevor sie aufwachen. Nein, sie entkommen! Lord Raschke, fang sie schnell ein. Das darf auf keinen Fall passieren. Nehmt das. Komm, jetzt werfen wir sie in den Kerker. Jetzt sind wir in Sicherheit. Also, ihr seht schon, ein fast ganz normaler Tag in Venoria. Alle Dorfbewohner sind gerettet, die Waldvilla nutzen sie ab sofort als Hotel, inklusive ganz besondere Gruselattraktionen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ein Film von Lea, Asia, Kathi, Greta, Johanna, Lea, Jonas, Leo, Andreas, Levin, Tobi, Leo.
Gabriel, Erwin, Atalay.